Compromise is a... Hallo. So, ich mache den mal zu, damit es nicht so laut ist. Auf der anderen Seite lasse ich offen, damit ich Luft bekomme. Okay. Bessere Audioverhältnisse kann ich nicht herstellen, sonst ersticke ich. Ich habe gestern und heute den Fehler gemacht, zu viel gegessen zu haben. Und ich habe außerdem den Fehler gemacht, jetzt wo ich in einem anderen Café frühstücken gehe, dann wieder so was Großes zu frühstücken. Ich habe die ganzen Tage jetzt immer Tortilla Francesa con Tomates y un croissant integral oder sowas gehabt. Und das war zu viel. Nicht nur von der Menge her, sondern auch vom Geld her. Weil jeden Tag 10 Euro fürs Frühstück ist schon reichlich übertrieben. Und deswegen dachte ich so, heute frühstücke ich woanders und ich frühstücke einfach ganz was Kleines. Und dann so, die haben Crepes, ist ja toll, oh Gott, die haben ja auch vegetarische Crepes. Ich kann ja ein gesundes Crepe nehmen und dann war das so riesig. Und ja, das war ein großer Fehler. Und dann hatte ich von gestern Abend, ich weiß nicht, wieso ich gestern Abend diesen Anfall hatte. Einerseits natürlich, aber die Verfügbarkeit alleine ist es nicht. Ich meine, klar, die Verfügbarkeit ist hier 200 Meter entfernt ein Supermarkt. Aber das hatte ich bei dem anderen Parkplatz auch. Ja, okay, da war er weiter entfernt, aber trotzdem. Ja, das ist es nicht. Die Verfügbarkeit war es nicht. Es war irgendwie so ein Gefühl, als ob ich mich seit Ewigkeiten zusammengerissen hätte und jetzt einfach nicht mehr kann. Als ob mir die Energie gefehlt hätte für noch weiteres Standhalten. Ja, deswegen fühle ich mich nicht nur müde und voll und habe ein schlechtes Gewissen und ärgere mich über mich selbst, sondern ich muss auch jetzt wieder die nächsten Tage mehr Willenskraft aufbieten, um den erneuten Rückfall nicht wieder zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Das ist halt das Schlimme beim Essen. Wenn man sich was Falsches mal angewöhnt hat, oder mal wirklich unvernünftig gegessen hat, regelmäßig unvernünftig gegessen hat, und dann ist es als Verhaltensmuster drin. Und wenn man das reaktiviert, dann muss man wieder Ewigkeiten dagegen ankämpfen. Und ja, Kampf ist eigentlich was, wofür ich momentan gar keine Energie habe, weil ich ja einerseits fürs Goethe-Institut lernen muss. Und was heißt lernen? Ich muss da 80 Aufgaben noch bearbeiten. Und das braucht halt einfach Zeit. Und das ist ziemlich ärgerlich, dass ich langsam vorankomme und es langsam vorankommen liegt hauptsächlich an dem Aufbau auf der Homepage, weil der Aufbau ist so, man hat die Übersicht mit dem Lernfortschritt und okay, man kann mit Rechtsklick in neuem Tab die Aufgabe öffnen, aber die öffnet sich halt und es dauert ein bisschen und dann kann es sein, dass da ein Video drin ist, das man anschauen muss und es ist aber ein extra Knopf dazu, dass man jetzt zu den Fragen gehen soll. Aber man kann ja die Fragen eigentlich während des Videos schon durchlesen. Aber man muss dran denken, dass man zuerst auf diesen Punkt geht,
dass man die Fragen beantworten möchte und dann erst auf das Video, weil sonst wird es unterbrochen und dann fängt es nochmal von vorne an. Oder man müsste dann die Stelle raussuchen, wo man war. Und das ist halt blöd. Oder ich weiß nicht, ob man das machen kann, dass man die Aufgabe noch in einem neuen Tab öffnet. Aber das ist eigentlich schwachsinnig, weil man möchte das Video auch gleichzeitig sehen, während man die Fragen liest. Also ich bin halt so. Und dann ist es oft so bei den Fragen, dass da mehrere Seiten sind und man muss erst die eine Seite speichern, damit man zur nächsten weitergehen kann. Und das heißt, man kann nicht einfach hin und her springen und sagen, ja, die Frage hebe ich mir für nachher auf oder so. Das ist viel zu aufwendig, weil es baut sich immer die Seite neu auf und das ist halt total blöd gemacht. Und dann gibt es manchmal noch den Fall, aber halt nicht immer, dass man irgendwie das Ganze noch ins Journal übertragen muss oder dass das Ganze in einem Word-Dokument bearbeitet werden muss und dann da angehängt werden soll. Oder einmal hatte ich auch schon den Fall, ich soll es in einem Word-Dokument bearbeiten und dann ist so ein Beitrag, der sich öffnet, da kann man aber nicht das Word-Dokument anhängen. Das heißt, man muss dann doch alles rauskopieren, aber die Tabellen lassen sich da nicht reinkopieren. Also hat man die ganze Formatierung zerschossen. Und ja, lauter solche Sachen, also diese ganzen technischen Probleme. Da werde ich mal noch in Amazon schauen, ob ich so eins in Amazon finde, damit ich das auch in meinem Amazon-Link verlinken kann. Das hier ist noch Amazon und die UBs. Und ich schreibe mir das jetzt auf den Zettel. Ich habe hier einen aktuellen Zettel gemacht mit den aktuellsten Aufgaben, die ich machen muss. Und da steht vor allem drauf diese Videobeschreibungen von Polyglot Mona, weil der Sascha richtig bemerkt hat, da fehlt der Link zu den E-Books. Und deswegen muss ich alle Videobeschreibungen von Polyglot Mona nochmal mit diesen E-Books ergänzen. Ich habe einfach das in der Gesamtvideobeschreibung, die ich in Word in 6 Sprachen habe, sehr weit oben ergänzt. Also gleich nach dem Amazon-Link kommen die E-Books jetzt. Oder Amazon, PayPal, eBay und dann die E-Books. Auf jeden Fall einer der ersten Links sind die E-Books. Und ja, das muss ich halt dann noch bei den ganzen Videos machen. Und außerdem habe ich in woanders total viel zu machen. Wo sieht man eigentlich, wie viele Videos man insgesamt hat, wenn die noch nicht alle veröffentlicht sind? 132. Ja. Also das dauert ziemlich lange und woanders dauert sowieso, aber ich habe gestern auch einen Beitrag auf woanders geschrieben, dass ich bis zur Prüfung einfach nicht so viel hochladen kann, weil ich halt einfach nicht die Zeit habe und dass ich ab 1. März dann innerhalb von 2 Wochen das nachholen möchte, was ich jetzt eigentlich im Januar und Februar hätte machen müssen. Das heißt, 6 nur Nacktvideos und das Hochladen von dem gesamten Dezember und Januar einzelnen Nacktvideos. Und dann die Revisionen. Immer noch. Hygiene habe ich fast alle angeschaut. Da fehlen noch Italienisch und Russisch. Also kann ich die anderen schon grün machen. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch habe ich schon überprüft und war in Ordnung. Dann die 365002 von der Designerin. Die habe ich überprüft, aber die
wurden überarbeitet. Französisch war in Ordnung, da musste man nichts ändern. Dann wird am Wasser, ja, die muss ich alle nochmal überprüfen, da habe ich, ich glaube, das Deutsche habe ich schon mal überprüft, aber ich muss es nochmal überprüfen. Planung. Ah, das ist nicht hier, das ist auf der externen Festplatte. Das ist immer sehr doof, wenn irgendwas auf der externen Festplatte ist. Weil die muss man halt extra anschließen. Und die hat manchmal Wackelkontakt. Okay, im Moment geht's. Planung 1. Russisch muss ich da noch überprüfen. Die anderen habe ich überprüft. Ach nee, die Elena sollte das überprüfen, weil ich habe keine Fehler mehr gefunden, aber sie hat jetzt irgendwie neue Audios aufgenommen dafür. Das muss ich mit ihr nochmal besprechen. Und dann Fazit 3. Ich muss hier mal den Ordner von der externen Festplatte rüber tun, weil das ist so unpraktisch, wenn das eine da ist und das andere da. Fazit 3. Das Deutsche, war das das Deutsche? Ja, das Deutsche. Habe ich gesagt, ist okay. Und ich habe gesagt, er kann jetzt die anderen machen. Dann Monas SUV reisen. 7 Shorts. Dann mache ich einfach mal hier so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. MDM, DFSS. Und was haben wir heute für einen Wochentag? Ich glaube Freitag, oder? Ja, heute ist Freitag. Aber ich muss dann schauen, ob ich die anderen Wochentage schon habe. Und 365, ja, da wollte ich schauen, was ich in 365 Schritte in Deutsch als nächstes hochladen muss. Da muss ich in die Gesamtliste von 365 Schritte reingehen. Alle Titel, DevSir. Und dann muss ich so weit runtergehen. Oh. Ja, und da habe ich nicht markiert, weil ich habe ja in 365 Schritte schon mal ganz viele Blogartikel auch geschrieben und ja. Was ist das Letzte, was ich da gemacht habe? Ah, und der Blog. Selbsteinschränkende Glaubenssätze. Nee, das sind ja die... okay, das sind auch die... Ja, Meditation am Flussufer. Nee. Das sind auch die Online-Magazine. Die sind bei Blog auch dabei. Ja. Das finde ich auf der Homepage nicht. Das muss ich auf Dashboard nachschauen. Also auf meinem Blog-Dashboard. Das heißt, ich gehe da muss ich den... Oh, ich kann das so schwer in Worte fassen. Also ich habe ja 15 YouTube-Accounts und
für jeden YouTube-Account habe ich einen Google Chrome, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber einen eigenen Browser in Google Chrome. Und ich habe die dann meistens alle offen, weil ich immer irgendwo was hochladen muss oder nachschauen muss. Und auf meinem Hauptaccount, der gar kein YouTube-Account ist, weil da mein YouTube-Account gelöscht worden ist, das war der Polyglot Park It Love It am Anfang. Da war der noch nicht Polyglot, da war der nur Park It Love It. Und auf dem Account habe ich auch meinen Blog. Und da kann ich alle 15 Homepages bearbeiten. Und da gehe ich dann in meine Websites und gehe dann zu 365 Schritte. Beziehungsweise ich gebe oben 365schritte.com ein und kann dann auf meine Websites und Beiträge gehen. Und dann kann ich sehen, meine Entwürfe. Und dann muss ich sozusagen die Liste separat aufmachen, die 365-Schritte-Liste. Und dann mache ich mir da zwei Fenster. Und das eine Fenster mache ich mit den Entwürfen von Blogartikeln und das andere Fenster mit der Gesamtliste. Und dann kann ich mit Steuerung F in dem Dokument suchen nach einem der Blogartikel, zum Beispiel Energie-Tee, und da habe ich es schon. Also, und dann mache ich das in, habe ich noch gar keine Farben dafür. Also ich habe halt das deutsche Video hochgeladen. Das wäre dann eigentlich grün Video fertig, aber ich muss noch den Blogartikel veröffentlichen und dafür habe ich keine Farbe. Okay, wir machen jetzt eine neue Farbe. Blogartikel. Oh Mann, hätte ich bloß nicht so viel gegessen. Mir geht's so übel, mir ist schlecht und mein Bauch ist viel zu voll. Und das muss ich mir so gut merken und ich vergesse es dann immer. Blogartikel schreiben. Und in Englisch auch write. Blogpost. So, und welche Farbe nehme ich da jetzt? Also, rot ist immer, ich muss das Dokument machen. Ja, es ist eigentlich am besten, wenn ich das Dokument mache. Ja. Weil dann kann ich es von da aus ja auch übersetzen. Aber für Präsentation machen wäre noch mal separat. Ich mache hier Blogartikel und Präsentation. Präsentation. Und hier Blogpost and Presentation. Weil dann kann ich es einfach erst abhaken, wenn beides fertig ist. Das ist in Ordnung. So, wo ist mein energetisierende? Muss man nochmal in die Suche reinklicken. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es wahrscheinlich nicht, weil ich in der Kopfzeile war. Ja, genau, weil das ist nämlich direkt unter der Kopfzeile und das war verdeckt, weil die Kopfzeile aufgeklappt war. Gut, also das kann man jetzt rot machen.
los? Ach so, weil ich die Suche immer noch aktiviert habe. Das ist ein Teil einfach in einer anderen Farbe erschienen. Gut, dann kann ich das so weitermachen. Wie viel und Alltag? Oh Gott, schrecklich. Die Titel stimmen halt auch nicht überein. Getränke im Alltag? Bewegung bei schlechtem Wetter. Wie viel Bewegung ich im Schnitt pro Tag habe, das ist es. Und da muss ich jetzt aber gleich den Titel, wie er in Wirklichkeit ist, auch mit dazu schreiben. Sonst finde ich ihn dann später wieder nicht mehr. Und der Blogartikel heißt eigentlich, wie viel ich mich im Alltag bewege. Ja, und so geht es jetzt dann mit allen 65 Blogartikeln weiter. Das ist eine der Aufgaben. Und das wäre dann Deutsch und Blogartikel. Und da muss ich dann halt einfach gucken, dass ich die anderen dann immer plane. Die kann man da auch in WordPress planen, so dass einer pro Woche erscheint. Und ich muss dann nur die Videolinks überprüfen, ob die alle drin sind und stimmen. Und dann muss ich gucken, welche Videos ich auf 365 Schritte auf den einzelnen Kanälen schon veröffentlicht habe. Weil sozusagen für 365 Schritte für die Designerin, was ich da vorbereiten muss, ist einmal immer die nächste Präsentation, aber damit die komplett ist, muss es einen Blogartikel geben, weil in jeder Präsentation, in jedem Online-Magazin ist der Blogartikel verlinkt, den ich sozusagen mit dem Video, das ich selber aufgenommen habe, in der Sprache. Das heißt, wenn ich jede Woche halt eins veröffentlichen will in 6 Sprachen, dann muss ich pro Woche 6 Videos aufnehmen und 6 Blogartikel schreiben. Und ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Zumindest nicht jetzt während der Prüfungszeit. Am besten, ich mache dann eine Pause von der Designerin. So, und jetzt muss ich aufs Klo und mache erstmal die Fenster hier zu. Das sind nur die 2, weil die anderen habe ich schon zu. Auch nochmal überprüfen. Okay. So. Und dann kann ich weiterarbeiten. Heute habe ich nur eine Lernpartnerschaft mit Elena. Und morgen habe ich ein bisschen mehr Unterricht. Samstag habe ich am meisten. Es liegt daran, dass ich eine Zeit lang im Büro gearbeitet habe. Und da habe ich Montag bis Freitag gearbeitet. Und deswegen habe ich dann den Unterricht auf den Samstag verschoben. Und jetzt ist halt der Unterricht samstags. So. Los geht's. Ja, so ist das, gell? Ich nehme noch den Müll mit, den Recyclingmüll. Oh ne, den nehme ich später mit. Ich nehme nur noch den Restmüll mit. Den Restmüll kann man an 5 verschiedenen Stellen wegschmeißen. Und Recyclingmüll dauert ein bisschen länger, weil das einzelne Teile sind. Papier und Plastik und so. Dann bis morgen. Ciao, ciao.